Ihr schaut Endeavil TV und hier ist das Asus 1101HA Netbook in Schwarz. Wie ihr seht, zieht es jetzt schon die Fingerabdrücke an, obwohl es hier nur ein paar Tage bei Saturn ausgestellt ist. Wir haben eine wunderbare Tastatur, bei der leider das linke und das rechte Shift ein bisschen zu klein geraten sind. Das 11,6 Zoll spiegelnde Display ist zwar schön hell, aber Betrachtungswinkel ist nicht wunderbar. Wie ihr sehen könnt, habe ich es nur ein bisschen geneigt und schon sind die Farben verfälscht. An der Oberseite haben wir ein 1,3 Megapixel Webcam und ein Mikrofon. Das Touchpad ist so eingebaut, dass man keinen Rand erfüllt, außer hier in diesen kleinen unerschwinglichen Noppen. Dann zu den Tasten. Druckpunkt ist klar erfühlbar, aber etwas laut, würde ich sagen. Zu den Eingängen haben wir hier einmal einen Lüfterausgang, Kensington USB 2.0 und VGA und Strom. Dann an der rechten Seite haben wir hier noch Cardreader für SD und MMC, nur Kopfhörer, Mikrofon, USB, USB und Netzwerkeingang. Wie ihr sehen könnt, ist zum Anmachen der Anmachknopf hier schön klein. An der linken Seite haben wir einen ähnlichen Knopf, damit wir die Maus ausschalten können. Hier habe ich die technischen Daten offen und wie ihr erkennen könnt, haben wir diesmal keinen Atom 270, sondern nur einen Z520 Prozessor mit 1,33 GHz, wodurch der 6-Zellen-Akku, der hinten hier verbaut wird, über 10 Stunden aushält bei diesem tollen Netbook. Jetzt schauen wir uns noch die Außenseite an. Wie ihr sehen könnt, Fingerabdrücke werden sehr gut angezogen, also ihr müsst jeden Tag hier alles schön sauber halten und an der Unterseite können wir hier nur den RAM austauschen. Für Endeavil TV, das war das Asus IPC 1001 HA für 399 Euro, im Moment beim Saturn erhältlich, mit 10 Stunden Akkulaufzeit und 11,6 Zoll Bildschirm, eins der besten Netbooks, wenn man nicht so viel Wert auf Mobilität legt, da es nicht das kleinste ist.